Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Wir sind ja fleißig am weiter looten auf jeden Fall. Und nachdem es jetzt schon Tag ist, können wir hier auch ein bisschen... ist zum Beispiel ein Schutt drauf, da können wir vielleicht was bekommen. Können wir auch ein bisschen weiter sehen. Und die Zombies sind weniger gefährlich. So. Aua, okay, so viel zum Thema weniger gefährlich. Benutzt das hier bitte schön. Vielen Dank. So, wir sind wieder mit dabei. Was soll ich denn machen? Das soll ich nicht mehr machen. Das haben wir schon durchgeguckt. Das haben wir auch schon. Ah, dann ist es die Straße da unten. Jep, die Straße unten ist okay. Da müssen wir ein bisschen weiter gucken. Beziehungsweise können wir so quasi hier mal hinfahren. Aber anscheinend ist hier. Yep, hier sind Baumaterialien. Das ist doch das, was ich mir die ganze Zeit schon wünsche. Es ist nicht viel, aber es ist zumindest ein bisschen was. Und ihr wisst, wir können jedes kleine bisschen gut gebrauchen. Nach da oben. Ah, vielleicht sollten wir euch gerade sagen, erstmal da reingehen. Wenn wir schon mal quasi die Möglichkeit haben, wo die aufs Dach gehen, wäre natürlich noch klüger. Ja, wer auch immer da unten ist. Viel Spaß beim Durchhacken. Was haben wir denn da mal noch was? Da haben wir auch noch was. Hallöchen. Nein. Einmal kurz darum. Warum ist hier Militärpersonal? Weg mit dir. Schauen wir doch gleich mal. Hat es ihn auch wirklich erwischt? Ja, ihn hat es auch wirklich erwischt. Das wäre jetzt echt unschön, wenn man das Problem hätte, dass da noch mal einer hochkäme. Okay. Während die sich da unten noch die Birne einschlagen, hochzukommen, können wir hier schon mal anfangen, nach und nach alles zu zerlegen. Den warum eigentlich nicht? Warum nicht? Wenn es schön ist, die machen dann die ganzen Türen und alles kaputt und wir haben wunderbare Wege, um da nach unten zu kommen. Ja, hier wäre auch noch was zum Hochkommen, okay. Was haben wir denn hier noch alles drinnen? Bauplan für einen Holzsplitter? Das sieht gefährlich aus, das gefällt mir doch. Gothic-Stiefel? Nee. Und Munition? Munition ist wiederum gut. Ich frage mich gerade, zerlegen, wo die alles sind. Hier ist nichts, so wie es ausschaut. Gar nichts, okay. Das ist so ein bisschen schwach. Dann kommen die jetzt von da. Und wo kommt ihr eigentlich alle her, Jungs und Mädels? Oh, Hallöchen. Kurz mal nachladen, Moment. Ach, da seid ihr alle. Ja, aber nicht mehr lange. Von euch hätte keiner was fallen gelassen, nein? Oh, Baumaterialien, yippie, yippie, yippie. So, nur auf Nummer sicher zu gehen, noch mal einen Schuss in den Kopf. Es gibt nichts Sicheres, als noch einen Schuss in den Kopf abzulassen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas musst du mir doch auch geben. Kann ja mal hier gar nicht angehen, dass ich hier aber gar nichts bekomme. Oh, aber das war ein Glückstreffer. Das war hier ein Glückstreffer. Weil die meisten... Oh, Mais, dankeschön. Die meisten Sachen haben wir, glaube ich, schon quasi durchgemacht. Würde ich jetzt mal behaupten. Ist hier irgendwas drin? Yep, ein bisschen Geld. Stimmt, wir müssten auch mal irgendwann mal zu einem Händler gehen. Ich glaube, wir waren schon lange bei keinem mehr. Mit dir. Karton, ist du irgendwas drin? Nein. Jetzt so auf jeden Fall das Zeug noch mitnehmen. Ist ja auch nichts Verkehrteste. Was bist du? Wesen. Jack, der verrückte King. Warum nicht? Nehmen wir auch mal mit. Was soll's? Reißen wir auch ein. Oh, okay.
Jetzt hätte ich gedacht, wir hätten jetzt Glück und bekommen noch irgendwas ganz Tolles raus oder es kommt ein Zombie raus, aber anscheinend nicht. Aber anscheinend nicht, so. Ah, guck mal her. Guck mal her, aber die Donnerbüchse, so eine haben wir schon. So eine, ernsthaft. Wollte ich gerade sagen hier. Eine ganz normale Tür möchte sich uns in den Weg stellen, nicht mit uns. Definitiv nicht mit uns. Oh, das kann man gut auseinanderbauen. Oh, mal, moderne Toilette, ist da irgendwas drin? Ein bisschen was zumindest. Oh, da dürfte hoffentlich Fleisch drin sein. Ja, Fleisch und alles drum andere. Ich glaube, Axt war's. Nein, das war's. Das war's, das brauchen wir nicht abbauen, das ist mir egal, das ist auch schon. Das können wir abbauen. Danke dafür. Und ich glaube, jetzt haben wir dann nach und nach ein paar kleine Problemchen an der Backe. Weil wir schon so viel geklaut haben. Schätzungsweise zumindest. Okay, hier war auch einer drin. Ah, guck mal. Antibiotikum. Oh, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ich glaube, da schmeißen wir einmal zerbrochenes Glas weg. Einmal können wir es uns leisten, das Zeug wegzuschmeißen. So, wenn wir schon mal hier sind. Okay, das ist bloß ein normales Gitter. Das ist nur ein normales Gitter. So, irgendwo kann man doch hierher. Weil hier oben ist ja leider nichts mehr zu finden. Genau, hier waren wir ja eigentlich mal drin. Aber brauchen wir jetzt nicht mehr. So, Variante Nummer 1, alles reinladen. Antibiotikum. Schön ist, wir haben so viel schon gesammelt, dass wir kaum neue Stacks machen. Was ich ungemein praktisch finde. So, weg mit dir. Was ist das eigentlich? Unmenge an Lehm. Okay. Ich meine, ich sage nicht nein dazu. Dazu können wir das noch wegklappen. Ja. Baumaterial. Das liebe ich. Das liebe ich sogar sehr. Und mit Glück haben wir vielleicht sogar noch die Chance, dass hier noch weitere Materialien drin sind. Und irgendwas anderes, mit dem wir was anfangen können. Das wäre echt super. Ich habe keine Ausdauer mehr. Liegt vielleicht daran, weil ich noch kein Steak gegessen habe. Könnte ich mir jetzt recht gut vorstellen. Oh, da haben wir sogar noch einen Betonmischer. Können wir gleich auseinandernehmen. Das wird herrlich werden. 170, ja, das ist eine ordentliche Ladung. Wenn wir bei uns die Basis ja noch quasi auferden müssen. Ist es hier wunderbar zu sehen. Ja, doch. Überall ein bisschen was wegmachen. Zack, weg Nummer 1, weg Nummer 2, weg Nummer 3. Ich freue mich schon, wenn wir irgendwann mal eine Stufe 6 Schaufel machen können. Das wird dann einfach nur durchgehen wie Butter durch das Ganze. Wobei sogar mit einem in der Stufe 5 Schaufel müsste man es wahrscheinlich auch schon schaffen können. Aber warum nicht direkt fürs Maximum gehen? So, dann ist man nochmal ein Steak. Damit unsere Ausdauer noch ein bisschen höher geht. Man kann nie genug Ausdauer haben. Würde ich jetzt mal behaupten. Der Brocke ist aber auch. Ui. So, wo kam denn der auf einmal her? Die Erde ist weg, ist das nicht wunderbar? 52. Ja, aber nach und nach weniger. So. Unsere Generation ist noch nicht so auf dem Maximum, wie ich es gerne hätte. Nochmal benutzen. Keiner da, okay. Jetzt sind wir ein bisschen Umschauer. Wenn das wieder irgendein Zombie angerannt kommt und sich denkt, er müsse jetzt beweisen, dass er es ist. Muss man natürlich nicht zulassen. So grau ist. Das ganze Leben hier. Kaum Grünzeug drin. Sieht ja gar nicht schön aus. Wie haben wir denn schon davon eingesagt? Haus befundet. Ja, es könnte noch mehr sein. Mitnehmen und mitnehmen. Schauen wir doch mal. Ah, das Rohr hört hier sogar auf. Schade, hätte gedacht, vielleicht haben sie es noch ein bisschen weiter verlegt, aber nee. Nur das absolute Minimum gemacht, so wie es ausschaut.
Sodlip, was ist denn in dir überhaupt drin? Auch noch ein bisschen Material, lieben gerne. Ich nehme alles mit, was ich aus dem Zeug mitnehmen kann. Na, zerstört Zementmischer wahrscheinlich, weil der... Sagt es mir, weil der Motor wahrscheinlich kaputt ist. Weil arg viel mehr kann ja so ein Zementmischer nicht wirklich kaputt gehen. Vielleicht die Lagerung noch. Das ist ja... Aber sonst ist es ja relativ simpel eigentlich aufgebaut. Na, gleich haben wir es noch mal zum Beispiel ein bisschen eingeebnet. Danach gehen wir zurück ins Haus und gucken, ob wir dann noch das eine oder andere machen können. Wundere mich gerade, wir sind eigentlich im Schneebiom. Dennoch friert es uns ganz und gar nicht. Liegt an einem schönen Tag. Ich hoffe, es bleibt doch so. Wäre wunderbar. Will ich jetzt nicht leider zu sagen. So, wie gesagt, gleich haben wir das Tuch. Gleich sind wir geebnet, dann gehen wir wieder ins Haus rein. Um hoffentlich noch ein paar Goodies abzugreifen. Dann das nächste reinschmeißen. Zack, zack, zack. Wir haben ja schon wieder ziemlich viel. Wunderbar. Ich glaube, da ist nichts, oder? Das ist einfach bloß ein Brett, wo hier rumliegt. Ich habe einfach nur ein Brett, wo hier rumliegt. Ein paar kaputte Steine, okay. Ja, ja. Macht nur auf, alles ist gut. Das war jetzt äußerst effektiv, muss ich sagen. Ich glaube, bei einzelnen kann man das locker noch so lassen. Topfpflanze mitnehmen, natürlich. Warum sollte ich es nicht mitnehmen? Oh, warte mal. Zerlegen und zerlegen. Ja, das können wir auch zerlegen. Warum nicht? Was haben wir sonst? Das ist einfach nur ein Querbalken nach oben. Okay. Unterschrank. Was zu trinken. Nicht verkehrt. Ja, das könnte man jetzt auch als Trinken bezeichnen, aber ich glaube, zu viele Chemikalien sind auch nicht so gesund. Na, guck mal, Blei. Blei liebe ich, Blei mag ich sehr. So, die Zelle brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, die konnten wir... Ne, das können wir auseinanderbauen. Jetzt da, okay, jetzt da. Ich wollte gerade sagen, wenn wir so Kugel sparen können, machen wir das auch lieben gerne. So, haben wir hier noch irgendwas? Motorradlenker, kennen wir schon. Pumpkin, das können wir glaube ich noch nicht. Das ist nicht schlecht, sowas zu haben. Sie ist alle da rausgekommen, oder? Jep, wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich hier ein normales T-Shirt brauchen wir nicht. Die Rüstungsgegenstände auf jeden Fall. Da muss ich mal gucken, dass man vielleicht irgendwann nochmal hier... ein bisschen rumhandeln. Nein, dass man vielleicht nochmal gucke, dass man Klamotten machen, Hallöchen. Oh Gott. Oh Gott, Hallöchen. Du bist schnell gewesen, Junge. Du warst definitiv zu schnell. Sag mal, wo kamst du denn her? Auch schon Faust, so wie es ausschaut. Munition. Ein normales Speichermodul. Ja, ich glaube, da hat er mal das Problem, dass ich ja... Ja, ich kann es nicht in die Hose reinbauen. Schlimm, schlimm, schlimm. Ah, das ist gut zu barrikadiert. Die können wir gleich mitnehmen. Die wieder abbauen, denn pff, wer braucht denn hier schon Lampen? Das ist immer ein guter Hinweis dann für mich. Wenn ich irgendwo schon mal war. Einfach sagen, natürlich wie, mal abgesehen von der fehlenden Inneneinrichtung. So, gucken wir nochmal. Oho. Merke, merke, da gibt es auch noch Sachen, die man klauen kann. Ich sollte öfters mal alle Häuser einfach zerlegen. Einfach nur, weil ich es kann. Hm.
Interessant, interessant. Was haben wir denn hier noch alles vorzufinden? Ein paar Patronenhülsen, das ist nie verkehrt. Kaffeeautomat. Kaffee? Ole, ole. Den Kaffee, den ich nicht machen muss, ist ein guter Kaffee. Lampen, okay. Wahrscheinlich der Hinterausgang, Mikrowelle. Leere Gläser. Oh, ist nicht so arg. Waschbecken, was haben wir denn hier drin? Oh, Blei, Blei im Waschbecken. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Würde mal behaupten, nein. So, Nahrungsmittel haben wir bitte. Also ein bisschen wenig. Ein bisschen arg wenig sogar. Oh. Ja, wir kommen ein bisschen steil aus, aber ich glaube. Ja, es hat sich jetzt nicht so arg rendiert. Nämlich so, es hat sich jetzt nicht wirklich rendiert. Das vielleicht noch wegmachen? Müssen wir mal gucken, ob wir. Was, wenn ich das mache? Okay, das bringt auch so gut wie gar nichts, stelle ich gerade fest. Entschuldigung dafür. Ich glaube, wir müssen kurz nach da. Schon wieder Durst haben. Sag mal, was ist mit dir los, Junge? Benutzen. Kochtopf mitnehmen. Da gab es nichts mehr, gell? Nee. Dann gehen wir ganz kurz raus, um wieder nach wieder reinzukommen. Beziehungsweise, was können wir noch machen? Das können wir noch machen. Du bist überlastet. Das ist jetzt mal vollkommen egal. Weg mit dir und weg mit dir. Und das auch noch. Okay, Kohle geht gerade nicht mehr. Da müssen wir uns beeilen, bevor sie despawnt. Weil so ein bisschen Kohle in Erden kann niemand verwehren. Zerlegen, danke, danke, danke. Zerlegen, weg, 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 weg. Zerlegen, weg, weg, weg und weg. Das ist auch noch weg. So, wunderbar. Wird so ein bisschen kälter hier. Könnte das eventuell sein? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal nicht. So, jetzt waren wir hier oben überall. Das gab nur den Hinterausgang. Gucken wir doch mal in den Keller runter. Ich wollte gerade sagen, Kollege, sagen wir aua. Sagen wir dich irgendwie aua. Sage mal, du kleiner Hassspiel hier. Na, da kriegt man leider nichts raus. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Oh, Hallöchen. Das war jetzt eher ein Zufallstreffer als irgendwas anderes. Einrichtung zu legen lohnt sich immer mehr, stelle ich fest. Aber sowas von. Okay. Schränke einmal aufklatschen. Ja, das war jetzt nicht so gut. Ein bisschen was zu essen ist auf jeden Fall gut. Schauen wir doch mal, ob wir noch irgendwas finden können. Anscheinend nicht so, wie es ausschaut. Nope. Hätte ja sein können, dass wir auch noch irgendwie ein paar geheime Sachen finden. Nur ein Panel ohne irgendetwas. Panzertape. Oh, das haben wir auch schon lange nicht mehr gefunden gehabt. Ein Automat. Oh Gott! Okay, ich bin schockiert. Merke, man sollte, wenn möglich, nicht anfangen, die Sachen hier auseinanderzunehmen, weil sie anscheinend auch unter Strom stehen. Ich habe meine Lektion gelernt, liebes Spiel. Ich werde es nie wieder machen. Gerade sagen, hatte ich nehme doch die Axt. Ist doch wesentlich sinnvoll an der Stelle. Zerlegen und zerlegen. Das hat es aber gut wehgetan. Gebe ich offen und ehrlich zu, das hat verdammt wehgetan.
Ja, zumindest habe ich was gefunden. Wobei, da ist noch mal was. Da ist noch mal was. Mitkommen. Okay, da ist doch nichts mehr. Ah, doch, da. Ein bisschen Geld, das wir nicht verwenden können. Oh Mann, ist ja langweilig. Okay. Da bekomme ich keinen elektrischen Schlag. Das finde ich etwas arg mehr. Ich glaube, okay. Dann kann man die auseinanderbauen. Ah, die kann man auseinanderbauen, okay. Da muss man immer ein bisschen lernen, was man wie auseinanderbauen kann. Ist ja nicht so einfach, sich das Ganze zu merken. Ich muss sagen, es war das andere Haus aber etwas ergiebiger. Okay. Interessant, interessant. Eine Tasche. Mit ein bisschen was zu essen. Ich kann sagen, das schaut mir doch ziemlich suspekt aus. Eine Taschenlampe, die wieder nicht funktioniert. Ganz toll. Genau das, was ich schon immer haben wollte. Taschenlampe, die nicht funktionieren. Okay, wie schaut es denn hier aus? Das können wir zumindest abbauen. Was bist denn du eigentlich? Keine Ahnung, aber ich habe dich kaputt gemacht. Und bin froh darüber, dass ich es getan habe. Was haben wir hier? Papierkorb? Müll? Nichts. Ein bisschen Zement mit Beton auf ein bisschen. Es ist noch nicht die Mega-Ausbeute, die ich gerne hätte. Gerade sagen, dem vertraue ich jetzt auch nicht so ganz, aber ich kenne ihn, er ist tot, oder? Ja, guckt euch den doch mal an. Der ist sogar happy, dass ich ihn erschossen habe. Oh, meine Güte. Ein Brennofen hinten, okay. Und ein bisschen Zement, ja, zumindest hat sich's gelohnt. Zumindest hat sich dann ein bisschen gelohnt, zumindest. Ich schätze mal, hier kann man durch. Definitiv. Munition neben der Kohle lagern. Ich glaube ja nicht, dass das das Klügste auf der Welt ist, aber okay, wer bin ich schon? Wer bin ich schon an der Stelle? Riesiges System hier gemacht. Soll ich mal sagen, ist das Haus eigentlich durch, weil ich glaube, oben könnte man auch nichts mehr machen. Na, guck, hier wären wir sogar noch durchgekommen im Notfall. Das können wir jetzt zur Gaudi noch machen. Ah, nee, warte mal. Oho, okay. Versiegelte Sporttasche. Ja, gefüllte Dinger. Ja, jetzt nicht ganz das Grüne vom Ei, aber ich meine, im Winter kann man sowas schon mal gebrauchen. Blaubeeren. Okay. Weg mit der Kiste. Eine Axt der Stufe 1. Verdrahtungswerkzeug. Ja, das kann man einmal gut Ersatz gebrauchen. Baseballmützenmodifikation. Ich glaube, die können wir hier in den Kopf reintun. Das ist gut. Das ist verdammt gut. Oh, Moment. Was haben wir denn momentan? Stufe 5 Eisenhelm. Pohohoho. Okay, ich glaube, da muss ich kurz mal erstmal das hier benutzen. Dann dich hier zerlegen. Ich weiß nicht, über das bin nur keine Peinung, keine Weiß. Kriegen wir alles hin, das kriegen wir alles hin. So, das heißt, wenn ich das gemacht habe, kann ich die AK nehmen. Und die Munition kann ich nehmen, indem ich sage, dieses Steak muss noch weg. Yep, so funktioniert das Ganze. Okay, ich wollte gerade sagen. Okay, da einzubrechen bringt auch rein gar nichts. Ach, guck mal an, hätte ich mich da weiter runter gebuddelt, hätte sogar was gebracht. Okay. Das ist auch mal interessant zu wissen an der Stelle. So, das können wir alles mal reinschmeißen.
Jetzt hat es doch noch angefangen zu schneien hier. Wer hätte es gedacht, wer hätte es gedacht. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz rein, bevor wir draußen erfrieren. Und kümmern uns um unsere Modifikationen hier. So, hier. Machen wir zu. Machen wir zu. Dann kann schon mal hier nichts mehr passieren. Okay. Ich muss immer ein bisschen gucken. Eisenbrust. Die sollte man nämlich mal reparieren, so wie es ausschaut. Dann ist ja klar, wenn ich hier Schaden nehme. Hast du direkt wieder angezogen, oder? Yep, hat er, okay. Die Jacke. Verändern. Brauchen wir gerade nichts von dem Ganzen. Nein, okay, dann hat sich das auch schon widerlegt. Jacke wieder anziehen. Militärhandschuhe haben auch ihren Grad. Das ist auch fertig, das auch. Das auch. Okay, du hier kommst mal raus. So. Dann machen wir mal hier verändern. Achso, Wolkenversion haben wir bereits. Abschließen. Dich können wir zur Gaudi reparieren. Dich tun wir verändern. 2.10. Das brauchen wir gerade eher, würde ich sagen. So. Was bist du? Geräusch minus 4, Geräusch minus 8. Rein damit. Kältewiderstand 5. Wunderbar. Und das hier noch mit reinschmeißen. Dann sind wir nämlich echt gut aufgestellt, würde ich sagen, für den Moment. So, ne? Dann tragen wir dich nämlich. Bringt uns gerade ein bisschen mehr. So, Veränderung, Modifikation geht nur kosmetische Natur. Hier vielleicht irgendwas auch nur kosmetische Natur. Da haben wir noch einen Slot frei. Geräusche haben wir rumlaufen. Haben wir hier in dem noch irgendwas frei? Verändern. Das geht wahrscheinlich bloß mit dem Kopf, so wie es ausschaut. Schade, schade, schade. Yep, das ist nur eine Kopfmodifikation. Okay, ja, alles klar, alles klar. Habe ja schon verstanden. So, da unten nochmal Eis gehabt. Ich glaube, hier hatten wir auch Eis, gell? Ja, hier waren wir auch schon mehr als so. Das heißt, das Haus ist für uns eigentlich abgegrast. Und es wird schon wieder dunkler hier überall. Aber eventuell könnte man da drüben noch was abkrabbeln. Oh, jetzt wird's aber echt, jetzt wird's echt dunkle Nacht hier. Wobei, laut Radar waren wir da schon. Dann müssten wir ja mal gucken, ob wir in die Mitte hier noch reinkommen. Na, wobele. Das schaut doch noch interessant hier aus. Kleine Mini-Wohnung. Ja, yep, da könnte man noch was rausholen. Würde ich jetzt mal behaupten. Hat das vielleicht nicht. Können wir noch irgendwas hier reinmachen? Nein. Das haben wir uns damit erreicht. Brauchen wir irgendwas hier drin nicht momentan. Ja, können wir nachher noch gucken. Können wir nachher noch gucken. Schauen wir nochmal. Federn. Ich habe hier Benzin sogar noch. Oh. Das ist relativ praktisch. Das ist sogar richtig praktisch. Ja, Regen ist nicht das Schönste auf der Welt, aber das passt schon. Ja, ich weiß, da drin ist jemand. Ah, jetzt kommen wir auseinanderlegen. Das war's. Jetzt tun sie aber richtig gerade rumrippeln an der Box hier. Ihr mögt es wohl echt nicht, dass ich jetzt hier bin, oder? Sowas von gar nicht. Aber tut mir leid, ich bin hier, um zu bleiben. Zumindest für einen kurzen Augenblick. Ja, das ist noch recht gut. Das brauchen wir jetzt nicht für den Moment. Die wollen hier echt durch. Ich würde sagen, das sieht eigentlich recht lecker aus und trotzdem komme ich nicht hier rein. Na, schlimm, schlimm, schlimm. Und jetzt sagt doch gerade mein Alarm, dass die Runde vorbei ist. Das wird interessant werden. Das wird interessant werden. Deswegen sage ich, oje, oje. Weg mit dir und weg mit dir. An der Stelle mal, ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuschauen. Es würde mich freuen,
wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei sein könntet, wenn wir dann quasi hier versuchen, wieder zu entkommen. Bis dato, macht's gut und wie immer, tschüss, alle, wir sind schon da.